Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute muss ich mich einmal an euch richten und mich ganz, ganz recht herzlich für mittlerweile 500 Abonnenten bedanken. Mein Kanal existiert mittlerweile seit knapp 11 Monaten und 500 Abonnenten sind dann doch ganz schön viel, muss man sagen. Und ja, auf jeden Fall ein ganz recht herzliches Dankeschön dafür und auch für alle Likes, Kommentare und was ihr sonst noch alles so zu diesem Kanal beigetragen habt. Ich freue mich auch immer wieder natürlich über Verbesserungsvorschläge und Kritik, die ich dann verbessern kann und so weiter. Also ein ganz recht herzliches Dankeschön. Ihr tragt wesentlich dazu bei, dass dieser Kanal halt so ist, wie er heute ist. So, kommen wir jetzt auch noch zum zweiten Punkt dieses Videos. Ich habe noch ein paar kleinere Ankündigungen für euch. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich hatte ja für April angekündigt eine Doku über die Darmstädter Straßenbahn. Die musste aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen aus zeitlichen Gründen, leider ausfallen. Und ich habe mein Doku-Programm leicht abgeändert. Und das Programm für das erste Halbjahr sieht jetzt folgendermaßen aus. Im April, also in den nächsten Wochen, wird dann die Dokumentation über die nordmainische Strecke von Frankfurt nach Hanau kommen. Und im Mai, wie vorher geplant, die Doku über die S12 in Köln mit der Baureihe 420 und im Juni die über die Mainlahnbahn von Frankfurt nach Limburg. Das ist alles gleich geblieben und im Juli mache ich dann eine Sommerpause und ab September geht es dann weiter und das werde ich noch rechtzeitig ankündigen, was dann so für Dokus kommen. Und dann habe ich direkt auch eine zweite Ankündigung. Und zwar habe ich mir gedacht, ich bin ja auch viel unterwegs und so und teilweise gerade in den Ferien, es waren jetzt Osterferien, ist man ja auch öfter mal unterwegs, ohne dass man da was für eine Doku machen will und macht da schöne Aufnahmen und so. Und da habe ich mir schon vor langer Zeit mal überlegt, könnte man ja am Ende des Monats immer so einen kleinen, vielleicht 5 Minuten Zusammenschnitt oder so machen mit so ein paar schönen Aufnahmen des Monats. Und da habe ich mir gedacht, das kann man jetzt einfach mal machen. Das heißt, am 1. Mai, also immer am 1. des neuen Monats, kann ich jetzt einen Zusammenschnitt hochladen mit so ein paar tollen Aufnahmen vom April. Und dann kann ich ja mal schauen, wie ihr das so findet. Und wenn ihr es gut findet, dann kann ich das ja auch weiterhin machen. Gut, das war's eigentlich heute hier. Ich hoffe, euch hat auch dieses kurze Video gefallen. Und nochmal ein recht herzliches Dankeschön für 500 Abonnenten, da freue ich mich sehr drüber und auf die nächsten 500. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald.